Willkommen zurück zu Clash Quest hier bei mir Free to Play. Wir schauen jetzt erst im Shop vorbei, holen uns die drei Gratis-Sachen ab. Oder auch vier. Immer gut, wenn direkt was nachkommt. Dann haben wir jetzt 16.500 Gold. Davon grainen wir wieder eine Einheit ab. Können wir vorher wieder gucken, was in der Liga dabei ist. Also entweder den Magier oder den Prinzen. Ich mag den Magier mehr, deswegen grainen wir den einfach mal ab. Leider haben wir hier kein gutes Item, aber vielleicht kommt hier noch was Besseres. Und dann geht es wieder in die Liga. Tag 5 von 7. Wir müssen uns ranhalten, um aufzusteigen. Ja, wir müssen theoretisch 6 Stages schaffen. Das wird schwierig, aber 5 wäre auch schon mal gut. Gehen wir mal rein. Okay. Na gut. Keine schönen Kombos. Ich glaube, ich mache die Barbaren-Kombo direkt mal größer, damit sich wenigstens ein bisschen lohnt. Können wir mit einer 5er-Kombo reingehen. Okay, jetzt. Ja, ich würde mal hier drauf eine Rocket schießen. Weil die Gebäude sind immer sehr hartnäckig. Und dann. Ja, setze ich mal die Magie ein. Hier nehme ich die drei Swaps mit. So. Eine Prinzen-Kombo, die nicht schlecht ist, aber erst für die nächste Stage, weil jetzt bringt sie ja nichts. Ich würde tatsächlich den Giant mal noch hier nach vorne nehmen. Und die einsetzen können nämlich den Flächenschaden recht gut nutzen. So, und jetzt die. Drei Barbaren sind vielleicht ein bisschen zu stark, aber habe keine wirklich andere gute Option jetzt. Hier nehme ich die zwei Magier. Und hier, ja, drei Giants oder fünf Barbaren ist die Frage. Ich meine, die Giants sind nicht schlecht mit dem Flächenschaden. Nehme ich mal die Giants. So. Na gut, das ist natürlich jetzt blöd mit dem Prinzen, dass links keine Einheiten sind. Naja, setze ich hier mal die. Ja, ich glaube, ich muss hier einsetzen. Ja, das bringt uns nichts. So, jetzt haben wir wenigstens eine recht große Magier-Kombo. Da swap ich den nochmal dazu und dann nehmen wir die. Kriegen wir auch gleich einen Refill. Nehme ich nochmal zwei Magier. So. Dann hier den einzelnen Prinzen. Dann haben wir zwei Packers. Perfekt, die nehmen wir. Haben wir die Stage geschafft. Okay, hier nehme ich jetzt aber die 8 Barbaren. So, dann. Ja, würde ich sagen, nehme ich die Magier. So, und dann. Ja, doch hätte ich gesagt, die drei Barbaren. Deswegen ist dieses eine Gebäude schon mal los. Sterben tut keiner. Dann haben wir hier hinten eine gute Barbaren-Kombo. Die würde ich sagen, nehme ich auch gleich mal so. Hier nehme ich zwei Rockets. So, ich würde jetzt hier den Packer nehmen, der stirbt ja sonst und der kann die Einheit auch töten. Gut, der Giant überlebt das. So.
den hier, vielleicht einmal den Prinzen. Ja gut, dann macht der Prinz halt jetzt nur die Mauer kaputt, ist dann so. So, und dann hier die... Oh, wir könnten auch die Prinzen nehmen. Dann die beiden Barbaren für hier. Und für die Kanone nochmal den einzelnen Barbaren. Okay, gut, wir brauchen jetzt einen guten Refill. Ah, das ist natürlich nicht so gut. Also drei Rockets sind halt safe drei Gebäude. Und wir haben noch drei. Das heißt, wir hätten sechs Gebäude mit den Rockets. Und insgesamt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt müssen vier Gebäude so zerstören. Und sechs Prinzen, na gut, die müssen erst durch die Mauern durch. Sie denn die Mauern sterben vorher? Ja, aber die Prinzen können auch blöd stehen. Und die Päcker sind halt auch nur drei Gebäude. Ich glaube, ich nehme die Rockets. Setze dann als erstes die Magier ein. Dann haben wir den Weg frei für die Giants. Na gut, dann nehme ich nochmal die Swaps, bringt aber sowieso nichts mehr. Dann swap ich den hier rüber. So, und die zerstören drei Gebäude und es bleiben genau sechs rüber, wie wir es für die Rockets bräuchten. Puh, also diesmal hat es dann doch geklappt. So, und dann haben wir jetzt noch sechs Rockets. So, perfekt. Ja gut, ob wir das jetzt noch schaffen. Ah, vier Rockets ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir nehmen nicht die acht Magen. Ich kriege auch nochmal zwei Refills. Nehme ich mal die 8 Magier. Okay, die zerstören die beiden Refills schon mal. Aber ich glaube nicht, dass wir so einen guten Refill kriegen, dass wir das noch schaffen. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Wenn nicht, sammeln wir halt gut ein paar Defense, ist auch nicht schlecht. Na gut. Nehmen wir zwei Giants nochmal. Und hier nochmal 4 Barbaren. Oh, das ist natürlich jetzt blöd, dass die noch mistig stehen. Die Frage, wie ich die noch zusammenkriege. Den hier rüber und den. Ja, das wollte ich jetzt so nicht. Na gut, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja noch zwei. Dann schiebe ich den hier rüber. Und dann zerstören wir so nochmal drei Gebäude. Gut, jetzt können wir die Giants nur noch einzeln einsetzen. Na gut. Immerhin vier Stages. Und es hat bei der einen Stage genau gepasst. Wir hatten es ja schon in den letzten Folgen, dass genau ein Gebäude übrig geblieben ist. Diesmal hat es genau auf die letzte Rocket gepasst. Na gut, der Aufstieg. Ich glaube, das wird nichts mehr. Da müsste jetzt schon noch ein Wunder passieren. Aber naja, wir haben unser Bestes gegeben. Platz 11, wieder gutes Mittelfeld. Ja, ansonsten, lasst ein Abo und ein Like da. Tipps und Anmerkungen immer in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.